Schrumpelig. Das Wort war schrumpelig. Warum werde ich jetzt eingeblendet? Hallo? The story of my life. Nee. Was läuft hier? Kampf. Wir geben nicht so auf. Nee. Nein, nein. Wir hauen den weg. Den oder die. Schreisel. 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 Der Kreisel. Es ist echt, ne? Echt hart hier, zwischen solchen Pokémon-Suchtis zu leben. Aber erstmal, hi. So fängt unser Video heute an. Großartig, oder? Kampfbereit, alle Zeit. Das klingt ein bisschen... Gefährlich. Hat wieder aufgefüllt übrigens. Wir sind übrigens Team Rot. Wollen wir noch oder wollen wir nicht? Ich will jetzt los. Nein, wir fangen jetzt los. Wir haben eine großartige Nachbarin, Team Blau, die sich ständig einträgt. Und meine Mama ist gerade angekommen zu Besuch. Hallo. Genau. Und eigentlich hatten wir ganz andere Sachen mit dir vor. Und jetzt gehe ich mal 2 Minuten irgendwie ins Bad und schon... Da willst du dir die Haare machen. Keine Sekunde kannst du die alleine lassen. Ja. Brauchst du ein Thermometer? Schlimm ist das. Typen habe ich sonst aber. Alles klar. Ja. Emma ist so richtig begeistert. Was ist begeisterter, als müsste sie hier bleiben. Sie naja. Hat sich ja nochmal hier gesetzt. Hast du den Schwanz gesehen? Ah, nee. Gehen Wauwis suchen, ne Mausi? Gehen wir Wauwis suchen? Nein. Kopf geht jetzt auch noch. Gehen wir ab mit Wauwis. Bye mit der Kieler. Und da. Emma, wollen wir Auto fahren, spazieren gehen? Das auch noch. Oh Gott. Aber der Schwanz ist wieder um. Der Schwanz ist wieder heil. Na, wenigstens was. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Wo wollen wir hin? In die Sonne. Wir wollen ans Wasser. Mal gucken, ob es da auch genauso windig ist. Wahrscheinlich noch viel windiger und kälter. Mal schauen. Aber bestimmt nett. Ja, schön. Wir wollen zumindest spazieren gehen. Und Eis essen. Haben wir genau. Gehört. Meine Mama hat gesagt, sie hat schon seit 20 Jahren kein Softeis mehr gegessen. Das letzte Mal, als ich klein war im Freibad. Ja. Da haben wir ihr dann mal erzählt, aus was McFlurry besteht. Beim Eisladen. Ja, es gibt Eis. Soft-Eis. Mama sucht schon, was sie möchte. Denn es gibt hier richtig leckere Soßen und Streusel. Und Lakritzstreusel zum Beispiel. Ja. Auch Lakritzstreusel. Eiskönig. Genau. Wenn ihr hier seid, kommt her. Lohnt sich. Da musst du schnell sein, Emma. Was willst du? Das klingt nach einem Mops, ne? Hat man mir auch gehört. Da sitzt bestimmt ein Mops bei Gosch. Ja. Wir Mops ist alle immer. Wir essen ein Eis. Genau. Will die Erdbeersoße probieren? Ich probiere auch gleich. Die beiden haben nämlich Softeis mit. Mama hat mit Erdbeersoße und Lakritzstreusel und jetzt hat die doppelte Lakritzdosis. Oh, lecker. Ja, ist wirklich gut. Lakritzstreusel und Lakritzsoße. Soße, genau. Und ich hab ganz langweilig. Ich habe bunte Streusel und Krokant, dafür habe ich aber coole Soßen. Ich habe nämlich Karamellsoße und Bananensoße. So ein bisschen Toffee-Style, dachte ich, das ist bestimmt auch voll lecker. Und ehe die beiden jetzt gleich schon vor mir aufgegessen haben, will ich auch anfangen. Guten Appetit! Katzenhai vielleicht. Weißt du, wie groß der ist? So.
Naja, okay, so. Oder so. Ein Meter. Ja. Aber Meter anderthalb. Hat ein Gebiss wie Emma. Habe ich im Endeffekt komm hier, Mausi. Angefangen, hier ein Klavier erstmal einzuspielen. Das hast du selbst jetzt hier? Ja, das bin ich und habe das eingespielt. Ist aber nichts von Chris de Burg, ne? Nö. Das ist einfach, ich hatte irgendwie ein paar Akkorde irgendwie im Kopf. Ist ja auch eingängig. Also so, und dann habe ich dazu einen Bass dann eingespielt. Wie ein Bass eingespielt. Einfach hier, hier auf dem Klavier, auf ne? Auf dem Klavier, genau. Ich kann sozusagen. Also einmal da und einmal da. Also einmal hoch, einmal tief oder so. Also ich zeig dir das mal. Ist ja alles angeschlossen, muss man anmachen. So, das heißt, wenn ich hier reingehe. Klavier. Ich muss mal hier kurz das Gerät ausstellen, damit es nicht so scheppert. So, und wenn ich jetzt aber in die Spur gehe, da, unser Mauszeiger da, dann ändert sich das in den Bass. Und wenn ich in die Spur gehe, ändert sich das in. Warte mal. Achso, weil der Solo hier angetickert ist. Was ist das? Soll so eine Art E-Gitarre sein. Und das ist ein vorgefertigtes Schlagzeug. Das gibt dir so Drummer, die einfach was spielen. Und die spielen dann zu deiner Melodie, zu deinen Akkorden. Die haben, die haben einen vorgefertigten Rhythmus, den nehme ich einfach. Und dann wird es aber da reingepasst. Der weiß ja das Tempo, also ja. Ich fange mit einem bestimmten Tempo an zu spielen, deswegen weiß er das Tempo. Und diese Schlagzeuge, wenn ich da jetzt einen anderen aussuchen würde, würde der was anderes spielen. Kann ich mal machen. Graham, Drummer ändern. So, jetzt spielt der Schlagzeuger. Völlig anders. Ganz was anderes. So. Und dann habe ich das alles zusammengesetzt. Und das klingt dann halt. Das sind auch Effekte, die das alles ein bisschen pushen und klarer machen. Ja, cool. So. Ist das jetzt das am Computer, wenn man Dieter Bohlen sieht und da hinter der Glaswand steht seine Sängerin? Genau. Und, aber die haben ja da riesen Schaltpulte. Aber das ist für dich praktisch dieses Schaltpult. Ja. Ich brauche kein Riesenschaltpult. Das Schaltpult ist alles hier drin. Das sind alles diese ganzen Effekte und das alles ist hier drin. Und dann geht's los. Und dann haben Laura und ich uns vors Mikro gestellt und dann haben wir eingesungen. The story of my life. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Nicht lang. Das ging, ne? War eigentlich. Weil da haben Als ich das fertig hatte, war das, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder irgendwie sowas. Das ging relativ schnell. Und im Endeffekt war nur, ich hatte überlegt, da passt halt irgendwie so eine ganz gute Melodie dazu. Viel Text brauchst du dafür nicht. Und Laura hatte noch gesagt, lass uns da irgendwie Story of My Life mit reinbringen. Und dann, ja. Und dann war das. Dann war das. Geboren. Das. Geboren. Und so geht der Trailer. Ist relativ schnell gemacht. Ist ja auch nicht lang, ne? Was sind das irgendwie? Eine Minute? Ja. 30 Sekunden oder irgendwie sowas. 16. 16? Sogar noch kürzer. Man darf gar nicht schummeln. Spielt ihr gegen Schummler? Ja. Die cheaten, was auch immer.
Ist das gemein? Wir kommen da nicht rein. Findest du das auch gemein? Total gemein. Ja. Wir werden sie überlisten. Wir werden uns den Wecker stellen auf 3 Uhr. Mindestens. Und hier, ich weiß nicht, kommt es? Ja! Ist schon mal Lieferando offen. Ich halte nur einmal zu, wo unsere Adresse steht, denn wir wollen jetzt gleich ein bisschen Essen bestellen und uns das schön und gut gehen lassen. Genau, wenn die beiden denn dann mal fertig gekämpft haben, ne? War das lecker, gell? Gell? Ja. Schon wieder das Handy in der Hand. Suchti. Es gab gerade zum Nachtisch Glückskekse und die beiden hatten einen wundervollen Spruch drin. Nämlich? Ich habe ihn vergessen, habe ihn verdrängt. Ich habe ihn auch verdrängt. Mama! Aber lassen Sie sich in einer wichtigen Entscheidung von einer Frau beraten. So, und da wir zu dritt auf diesem Sofa sitzen, 2 Personen diesen Spruch hatten, eine nicht, wissen wir ja, wer diesen guten Rat hat. Und was ist dein Rat? das sage ich doch nicht laut. Ihr habt so viele Probleme, auf die kann man nicht alle Lösungen haben. Ich hingegen hatte einen schönen Spruch. Bei mir steht, der Weg, der vor Ihnen liegt, ist rosig und voller Romantik. Den hast du selbst geschrieben. Den habe ich selbst geschrieben. Ich glaube es auch. Nein, wir haben uns jetzt aufs Sofa geschmissen. Ich habe vorhin noch Apfelchips gemacht, die habe ich euch vergessen zu zeigen. Die werden wir gleich snubbeln. Ne? werden wir gleich naschen. Und wir haben noch die eine Tüte Erdnussflips hier von dem Campus-Tüten-Video, falls ihr euch erinnert. Und Emma hat auch schon eben Nase geputzt und Zähne geputzt. Dieser Hund ist fix und fertig. Aber Zahngesundheit, ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Geht so langsam los und vor. Ansonsten haben wir noch Schoki hier liegen. Und es gibt etwas ganz Besonderes. Mama, was hast du getrunken? Berliner Weiße. Also grün, ne? Schatz, was wollte ich von dir hören? Tri-Top. Gut, also nochmal. Mama, was hast du getrunken? Tri-Top. Durftest du das früher trinken? Nein. Aber? Jetzt bin ich alt genug. Ja, jetzt ist meine Mama alt genug und ihre Mama, also meine Oma, kann nicht mehr schimpfen. Alt werden hat schon echt seine Vorteile. Man wird nicht nur grau. Hey, du Ekel! Sag mal! Man darf auch nicht... Willst du auf meinen Kopf schlafen? Nee, aber ich werde ja auch schon grau. Ich habe ja auch schon so 1-2 graue Haare gezupft. Aber es ist ja schön, dass man im Alter wenigstens Tri-Top trinken kann, ne? Ja, Hauptsache man wird nicht runzlig. Schrumpelig. Das Wort war schrumpelig. Warum werde ich jetzt eingeblendet? Hallo? Ja. Wir hatten uns was für meine Mama überlegt, haben sie aber noch nicht gesagt. Denn wir hatten noch was vor, gell? Schrumpelig? Das klang wie Mrs. Harry Umbridge. Potter. Als Königin 2 zu gucken. Oh, schön. Da freue ich mich. See? Also, jetzt geht's weiter. Und wir wollen Olaf, wir wollen Olaf. Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern ist es gar nicht so spät geworden. Ich glaube, 1:15 waren wir im Bett und jetzt war noch ein bisschen früher. Jetzt hat meine Mama schon Brötchen geholt. So macht man das mit Gästen. Man lädt sich Gäste ein, die dann Brötchen holen. Ne? So ist richtig. Jetzt haben wir den Frühstückstisch gedeckt. Und ich habe jetzt richtig Hunger. Liebe Kamera. Hunger, Hunger, Hunger. Jetzt gibt's Frühstück. Thank you.
Ich war mit meiner Mama gerade noch shoppen, bevor sie eben losgefahren ist, 2 Stunden. Und ein bisschen bummeln in der Stadt. Und das tat uns auch mal ein bisschen gut, ein bisschen zu stöbern. War aber nichts Aufregendes bei rumgekommen, deshalb habe ich da nichts mitgefilmt. Wie ihr gesehen habt, sind die beiden jetzt losgefahren und Emmchen bleibt jetzt mal wieder so 2-3 Wochen unten und hat da ihre Freunde und die ganzen Hunde, die sie schon seit Jahren kennt. Und hier oben in Kiel ist leider kein einziger Spielfreund mittlerweile. Ja, wir wohnen jetzt 2 Jahre hier und die Hunde hier sind leider eher auf Abstand, vor allem die Besitzer. Schon vor Corona. Das kommt denen jetzt bloß gelegen, wenn man ehrlich ist. Naja, egal. Jedenfalls werden wir uns jetzt, glaube ich, ausziehen und aufs Sofa schmeißen und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Und wir sehen uns dann schon ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.